Hallo da draußen. Ich bin ganz glücklich, denn heute können wir ein ganz authentisches Unboxing-Video machen. Wir haben nämlich Post aus England bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, was drin ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Allerdings weiß ich es nicht ganz genau, denn ich habe die Verpackung noch nicht geöffnet. Ich dachte, das machen wir hier alle zusammen. Ihr vor dem Bildschirm und wir, ich natürlich und mein Sohn Franz und ich springe uns gleich mal rüber ins Studio. Hallo bei den Nachrichten mit dem Herbert Franz. Heute unboxen wir das Tarot von Royal Mail. Das ist die englische Post. Ganz genau, wie ihr sehen könnt, habe ich denn das Paket noch nicht geöffnet. Es ist von der Royal Mail, aber wir wissen noch nicht, von wem das Tarot ist, was darin enthalten ist. Aber wir wissen durch Royal Mail schon mal, dass es aus England kommen muss. Und jetzt würde ich Und vorschlagen. die Postage Costs sind 8, sind 8 £25. Exactly. So please open the package. Das kann jetzt etwas dauern. Solange kannst du ja nochmal in die andere Szene switchen und ein bisschen. Genau, solange erzähle ich euch noch was vom Pferd, während hier das Package geöffnet wird. Ja, ich glaube ja, dass es sich nicht über ein Tarot handelt, was da jetzt gerade ausgepackt wird, sondern um ein anderes Orakel. Ich habe nämlich vor kurzem mit dem Künstler Andrea Asti und dem Zauberer Neil Kelso ein Video gedreht. Das verlinke ich natürlich nachher auch in den Shownotes. Ihr könnt hier im Hintergrund hören, dass hier schwer an dem Paket gearbeitet wird. Und ich war so begeistert von diesem Orakel, dass ich es bestellt habe für unsere Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch dem Franz richtig gut gefallen wird und dem Roy, denn es ist ein ziemlich spezielles Orakel. Ja, und wir sind jetzt schon weitergekommen. Der erste Eindruck ist ja, wie gefällt dir das, wenn du das Paket aufmachst? Cool. Na, wir sehen Eine Postkarte. eine Postkarte, die musst du jetzt in diese Kamera hier oben halten. Vielleicht switchen wir noch mal kurz und dann. Ich zeige die Postkarte, okay. Wir arbeiten hier heute mit neuen Techniken. Ne? Also hier ist diese sehr schöne Postkarte und da sehen wir natürlich auch gleich, wie das Deck heißt. Das ist nämlich das Orakularium. Und ihr könnt schon sehen, dass das wirklich ein toller Künstler designt hat, das Ganze. Thank you for using your unique gifts to bring Oracularium to life. Inside you there are bright sparkles of magic. Venture into Oracularium's cave of wonders, because now is the time for the light within you to illuminate your path ahead. A secret is waiting for you at www.oracularium.com. Unlock. Also, wir können hier nachher auch noch auf einer Webseite gucken, inwieweit da ein Geheimnis für uns wartet. Und was hast du noch gezogen? Moment, ich schalte mal wieder zu Franz rüber. Dear Kirsten, thank you so much to be part of the magic oracle -erium. Be oracle beam of often the mystery door of infinitive parallel universe. Hast du Neil. verstanden, was das heißt? Nein. Okay, er sagt. Selbst eine Worte. Eigentlich nicht. So. Das schneide ich nachher raus. Ja. Warte mal bitte. Ich war gerade dabei zu sagen. So.
Ja, was hier drin steht, was Franz gerade vorgelesen hat, ist, dass sich Neil und Andrea bei mir bedanken, dass ich Teil der Orakulariumswelt bin und mir die mysteriösen Türen zu unendlichen Paralleluniversen geöffnet werden dadurch. Na, Paralleluniversen, das ist ja was, was Franz gut kennt, ne? Woher kennst du das? Dr. Strange. Dr. Strange, genau. Hier haben wir das Orakel. Mhm. Und wir haben noch sehr viele Pappspäne. Ganz gut gemacht. Das ist wirklich schön verpackt, ne? Das hat man das Gefühl, dass es sicher von England hierher gekommen ist. Und das Or den Karton legen wir mal beiseite. Und Genau. das Vielleicht Oraculium. auch noch die Strippe. Das Das Oraculium. Orakularium. Orakularium sieht auch sehr sicher verpackt aus. Ja, würde ich auch so sehen. Zu oft in diese Sicherheitsfolie. Gleich gibt's was zum Ploppen. Gleich gibt's was zum Ploppen. Das klappt nicht so mit dem Ploppen, oder? Genau. Was ist denn aber eigentlich, das Interessantere ist ja Dass eigentlich, das Orakel aus dass, Dreieck ein Dreieck ist. genau, warte mal, ich versuche es mal etwas näher ranzuholen, damit wir das alle besser sehen können noch. Vielleicht zoomt man. Ja, wobei. Das ist gut. Das ist gut. Wollen wir das so machen? Ja. Nicht so schnell bewegen, bitte. Also es ist schon mal auffällig, dass wir hier ein dreieckiges Deck haben, ne? Normalerweise kommen ja Orakel in einer anderen Form. Aber wenn du mal dir das erstmal anguckst, bevor du es aufmachst, woran erinnert dich denn dieses Dreieck? So, dass es die Leute auch sehen. Illuminati. Ganz genau, ne? Man könnte sie an die Illuminati denken. Es ist so wie das allsehende Auge, was wir da sehen. Und Und da steht dieses auch noch Auge. was drauf auf der Seite. I'm not Janis Omniscient. omniscient, but I know a lot. Ich bin nicht all. Allwissend, aber ich weiß sehr viel. Genau. Sehr gut übersetzt. Und das passt ja zu einem Orakel, ne? Wir wissen eine Menge, aber ab und zu müssen wir dann doch mal das Orakel befragen. Was ist denn auf der Rückseite zu sehen? Karten. Und was für Karten? Karten für ein Handy-Deck. Dass man das auch aufs Handy aufspielen kann. Okay, dann würde ich sagen, sag mir mal, was mit den Karten, ist da was mit dem Handy? Irgendwie, dass man eine App eingeben muss oder so? Es hat ein Buch mit 100 Seiten. Das Deck hat 28 Karten. Und es gibt eine Try the RA now. With the top of this box. For instruction, visit www.oraculium.com. Okay, das können wir ja gleich herausfinden, wenn wir das jetzt öffnen noch, das Ganze, ne? Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ja, ihr hört, ich schalte noch mal um. Ihr hört, das dauert jetzt noch ein bisschen mit der Arbeit. Ich habe zwischenzeitlich mal versucht, auf die Webseite zu gehen, die hier in diesem Brief angekündigt wird, aber leider macht das mein Computer heute nicht, dass ich sowohl zwei Kameras im Einsatz habe, als auch noch auf eine Webpage zu gehen. Das ist anscheinend ein bisschen viel verlangt. Meine Browser streiken. Ich werde also später nachgucken, was man da finden kann. Inzwischen wurde hier was ausgepackt und da gehe ich doch gleich mal wieder rüber in das andere Studio.
Und hältst es noch ein bisschen höher, dann kann man es noch besser sehen. Nicht höher halten, sondern mehr zu dir. Genau, so. Super. Jetzt macht man das auf und hat dann, wird aus dem Dreieck ein Viereck, ne? Und da sehen wir mystische Gestalten und Ein dreieckiges Buch. ist das Buch dreieckig? Das ist ja cool, oder? Diese Zeichen kenne ich von Dr. Strange. Ehrlich? Was sind das für Die sind Zeichen von ungefähr Doktor? so wie bei Dr. Strange. Stimmt, du hast recht. Die sehen so ein bisschen aus wie diese, wie Schilde. die Schilde, durch die die gehen bei Doctor Strange, ne? Ganz genau. Also es ist eigentlich ein echt spannendes Deck. Es ist auch kein Tarot-Deck. Das sehen wir daran, dass es relativ wenig Karten zu sein scheinen. 29. 29 statt 78 wie bei Tarot. Wenn ihr euch das Video anschaut, was ich mit Andrea und Neil gemacht habe, wird euch auch erklärt werden in dem Video, warum 29 Karten. Hat einen hochmathematischen Grund, auf den ich jetzt nicht eingehen werde. Schaut euch einfach das Video an vom Tarotverband, da haben wir es gepostet. Und jetzt kommt der spannende Moment, wo das Deck geöffnet wird. Und Franz, übernehmen Sie. Als erste Karte haben wir das allsehende Auge. Genau. Und die Kartenqualität, nicht so Spielkarten, sondern eher normale Karten. Ja, also die Qualität ist nicht so gut wie bei manchen anderen Decks, würde ich sagen, ne? Aber sie ist auf jeden Fall biegsam. Sie sind ein bisschen dünn, finde ich. Ja. Aber sie sind doch ziemlich toll. Wir mischen mal Ja, durch. ich würde erstmal gerne Die noch. Rückseite angucken. Genau. Man sieht hier, sie hat immer das gleiche Muster. Man erkennt nicht, wo oben oder unten ist. Das ist gut. Genau. Ich zeige euch nochmal währenddessen, während hier die Karten gemischt werden, das Buch. Es ist also wirklich als Dreieck kommt es daher. Das ist sehr lustig. Es ist sehr flexibel, aber ich denke, beim öfteren Blättern kann es dann auch kaputt gehen. Da muss man ein bisschen drauf achten. Schönes, glänzendes Material. Ihr seht, man kann es nicht ganz so gut auseinanderdrücken, ohne es kaputt zu machen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und die einzelnen Karten werden hier erklärt. Und es gibt immer noch Verbindungen zu den einzelnen Karten. Es ist ganz spannend, wenn man die nämlich betrachtet, haben mir Andrea und Neil erklärt, dann gibt es immer sechs Symbole auf jeder einzelnen Karte. Das können wir hier zum Beispiel sehen. Ich halte es nochmal hier rein. Genau, also hier unten in dem Buch sind immer die sechs Symbole aufgemalt, die wir auf einer Karte finden. Und diese sechs Symbole wiederholen sich auf anderen Karten, sodass man das auch so ein bisschen wie ein Memory benutzen kann, das Ganze. Wie ein Domino. Wie ein Domino. Und das ist natürlich auch sehr lustig. Und dann haben wir natürlich noch den Clou, dass wir das Ganze mit Augmented Reality machen können bei diesen Karten. AR. Aber dafür müsste ich ins Netz kommen und das funktioniert leider nicht. Dafür werde ich dann wohl noch ein zweites Video machen müssen. Wollen wir eine Karte ziehen? Ja. Und dann muss ich auch gehen. Alles klar. Dann machen wir das so. Wir machen jetzt eine Pause und machen einen zweiten Teil mit dem Video. Dann habe ich in der Zwischenzeit die Ja. Augmented Reality Ich eingerichtet. muss bis. Darf ich bis 4? Alles klar, bis Dann dann. bin ich wieder da. Tschüss. Tschüss. Ja, nach einem kurzen Break sind wir wieder da. Wir mussten hier noch mal ein paar technische Modifikationen machen. Ich habe inzwischen es geschafft, die Webseite aufzurufen, die man aufrufen kann, wenn man das Paket erhält. Und wie ihr seht, wird hier ein wenig was erzählt über
Das Orakularium, ein wirklich schweres Wort. Und man kann auch ein Video sich ansehen, in dem eine Kartenlegung erklärt wird. Ich werde jetzt da nicht draufklicken. Das könnt ihr ja dann selbst machen, wenn ihr euch dieses Deck anschaffen solltet. Ich empfehle es euch. Es ist in einer nicht so großen Auflage gedruckt und wer weiß, ob es nochmal veröffentlicht wird. Und nun geht es natürlich daran, sich nochmal die Karten anzuschauen. Dafür schalte ich jetzt nochmal in das andere Studio. Und Franz, vielleicht gucken wir uns einfach nochmal ein paar Karten an, weil wie du die so findest, was siehst du so auf den Karten? Jemanden, der Karten hochhebt, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Den kennst du schon von irgendwoher, oder? Jemand, der die Welt auf den Schultern trägt. Nein. Aus Percy Atlas. Atlas. Genau, ich kann ja mal hier das so ein bisschen hier halten. Ne? Das könnte Atlas zum Beispiel sein. Oder ja, hier haben wir auch so einen Artisten zum Beispiel, ne? Ja. Der unterwegs ist. Also, wie würdest du denn die Bilder beschreiben? Gefallen dir die Zeichnungen? Schlecht sind sie nicht. Zum Beispiel, das ist ein lustiges Bild, weil einfach jemand in einem Zentrum steht zwischen Toren und man sieht, dass der Mensch nicht gemalt ist, aber die Tore schon. Das musstest du mir nochmal alles. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist sehr spannend. Also es hat alles so ein bisschen so einen Science-Fiction-Touch, oder? Ja. Du hast es ja vorhin auch schon mit Doctor Strange verglichen. Und deswegen spricht es eigentlich so Leute an, die auch gerne so in andere Realitäten einsteigen. Und dafür ist es ganz spannend, dass man mit einer Augmented Reality-App diese Karten auch zum Leben bringen kann. Ich bin dafür, wir ziehen jede von uns beiden, entschuldige, ich husten, eine Karte. Einfach nur so, ohne Fragestellung. Ziehst du zuerst? Ja. Okay, und ich ziehe auch eine. Dann legen wir die mal hin. Was habe ich denn gezogen? Inertia. No, nurture? No, muss ich mal kurz gucken. Inertion, aha. Du hast recht, ich kann das auch nicht entziffern. Inertion. Was hast du gezogen? Intuition. Intuition. Okay, Intuition kriege ich hin. Intuition. Ne? Also da geht es offensichtlich um Intuition bei dir und bei Inertia, wenn ich mir das Bild angucke, es ist jetzt eine Vokabel, die, Verzeihung, die mir nicht so geläufig ist. Das sieht mir so aus, als wäre das so wie Zombie oder alleinstehend. Ja, es sieht nicht schön aus. Ne? Es sieht so ein bisschen aus, als ist man in so einem Sumpf gefangen oder so, finde ich. Und keine sehr angenehme Karte. Also wahrscheinlich, weil ich heute den ganzen Tag schon Videos gedreht habe und ein bisschen müde bin. Und bei dir sieht man ja so zwei Menschen, die so mit dem Kopf verwackelt sind. Es geht um Uhren. Habe ich bei meiner Karte auch eine Uhr, denn wir haben ja immer diese sechs Teile. Bei dir ist die Kerze. Da ist eine Kerze, genau. Ne? Und Bei mir ist der Mond, die Uhr und diese Sonne. genau. Und bei mir sind es. Na, diese Flasche und das Glas. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Wo ist 6? Dieses hier. Das hatte ich Oder schon. die zweite Uhr? Ja, vielleicht sind das ja. Oder die Karten dort. Stimmt, da sind noch Karten. Und eigentlich haben wir hier ja wirklich eine Spiegelung eines Menschen, die sich über die Karte miteinander austauschen, ne? Eine Spiegelung des Menschen, die sich in der Karte nochmal spiegeln. Stimmt, da spiegeln sie sich auch noch mal. Eine echt spannende Karte. Hier sieht man auch Kerze, Gabel,
Mond. Ja. Da unten ist auch sowas, ne? So ein Drache oder so soll das sein. Gerade ein Mond. Und Vogel. ein Vogel. Dieser Vogel ist, glaube ich, auch hier. Was ist denn das da? Schlange. Die Schlange auch noch. Was ist denn das hier unten? Was? Da an seinem, das hier, dieses Graue. Das hier? Aber es ist nur ein Stuhl, ich sehe schon. Ja, und alle diese kleinen Symbole bedeuten auch was. Das schauen wir jetzt nicht nach, weil wir interpretieren das dann später noch für uns. Aber jetzt kommt natürlich der super Clou. Es gibt hier eine App, die heißt, wie heißt die? Artivit. Artivity oder irgendwie sowas. Und da. Ist das cool? Du kannst es ruhig ein bisschen höher halten, weil es geht auch über die Karte hinaus. Das ist ja I toll, oder? live in intuitions and inspirations. I sometimes feel that I am right. I do not know. Das ist toll. Also Nochmal. I believe in intuitions and inspirations. I sometimes feel that I am right. I do not know that I am. Das ist cool, oder? Dann gibt es noch Karten, zum Mhm. Beispiel die hier. Das ist die, die ich gezogen habe. Ah, da Flugsäule. sieht man, dass da irgendwas ist, was nicht so Das schön ist, Aussterben. ne? The more Ja, du important hast recht. call or action is to our soul's evolution, the more resistance we will feel toward pursuing it. Cool, oder? Was gibt es denn noch so für Karten? Und am Ende dieser Karte hat man das hier gesehen. Ah, das Portal. Ja. Interessant. Vielleicht nehmen wir noch mal diesen Fisch mit rein, danach. Der Fisch. Real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Also auf dem Video kann man es nicht so gut sehen, ne? Ich glaube, wir Aber müssen, wenn dann, die Karten ein bisschen höher noch legen, damit man das gut dann kann sehen man kann. das hier als Video. Genau, jetzt kann man es gut sehen. Guck mal im Video. Affliction comes to us not to make us sad, but sober. Not to make us sorry, but wise. Ja, also total toll, oder? Findest Ja. du auch? Ich will jetzt noch dieses Ich Karten. glaube, wir werden jetzt noch eine Weile hier sitzen. Das ist, den wir da sehen, das ist der Nil, der hat die Karten selbst gemacht. Und dann kann man hier noch nach den Kartenzeichen gucken. Hier sieht man den Kelch. Du musst versuchen, hier gesehen zu werden dabei. Hier sieht man den Kelch. Eine Muschel. Ja. Die Sonne. Die Schlange. Den Schmetterling. Und ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, das ist auch so ein Zeichen. Ich kann es leider von so nicht so gut erkennen. Das sieht aus wie eine Rakete, finde ich. Welches waren Stimmt. die sechs Symbole? Können wir nochmal nachschauen. Also in diesem Buch, in dem es auch viele neue Auslagesysteme gibt, geht. Haben wir hier
The Snake. Legst du es vielleicht auch nochmal unter die Kamera, dass die Leute auch sehen können? Snake, Poison Spider, Bat, Dark, Deer, Girl, Eule halt, Candle Star Sun, Light Moon Book, Lightning Sword Fork, Fire Clock Head Match und so geht es über mehrere Seiten. Genau, also es gibt dann doch noch mehr als 6 Symbole anscheinend. Ich muss mir das alles nochmal genauer anschauen. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal Schluss. Ein sehr gutes Deck. Es ist ein total schönes Deck, wie ich finde. Deswegen habe ich es auch gleich bestellen müssen. Ich glaube, da gibt es viel zu erforschen. Und wenn ich das System ein bisschen besser verstanden habe, dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein Erklärvideo. Vielleicht ist Franz dann dabei oder auch nicht. Ja. Ich habe heute echt ein bisschen mit meiner Stimme zu kämpfen. Das sieht man, weil es dir anscheinend nicht so gut geht. Genau, deswegen machst du jetzt die Verabschiedung. Das war's dann auch mit dem Video. Bitte vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Damit, und natürlich auch zu teilen, damit es dem YouTube-Algorithmus gut tut. Und bitte, wenn euch etwas nicht gefällt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ganz genau. Euch noch einen schönen Tag da draußen oder einen schönen Abend, wann immer ihr dieses Video seht. Und bis bald. Bis bald.